Hallo und herzlich willkommen zu einer Vollplan zu. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe eine ultra tolle Nachricht und zwar nicht, dass der Bildschirm hier aus ist, beziehungsweise wir haben da nichts eingestellt. Wir sollten eigentlich hier Rentier angezeigt bekommen. Jetzt ist es da. Auf jeden Fall, wir haben jetzt bald die Möglichkeit, am 30. März wird 1.5 Release. Planet Zoo 1.5 wird veröffentlicht und da kann man die Franchise Zoos, kann man in Sandbox-Modus umwandeln. Und das ist natürlich sensationell. Nur jetzt bin ich wirklich so hin und her gerissen, weil wir haben uns jetzt durchgeboxt. Wir haben uns durchgekämpft. Wir haben hier alle Facetten berücksichtigt. Wir haben mit den Mitarbeitern gesprochen. Wir haben die Tiere uns drum gekümmert. Und das wäre ja dann alles hinfällig. Heißt, wir könnten uns dann komplett aufs Bauen konzentrieren, aber der wirtschaftliche Aspekt wäre nicht mehr vorhanden. Ich bin wirklich da so im Zwiespalt und am Struggeln. Ich kann dir nicht genau sagen, wie ich mich entscheiden werde. Würde mich super freuen, wenn du mir in den Kommentaren schreiben würdest, hör mal, wenn ich den, also ich weiß ja nicht, vielleicht nutzt der ein oder andere den Franchise-Modus oder wirklich nur komplett den Sandbox-Modus. Wenn der ein oder andere sagt, ja, ich spiele Sandbox Franchise-Modus, ich werde dann wechseln oder ich werde nicht wechseln, weil, ne? Oder, ja, ich hatte mit dem Gedanken gespielt mit Franchise-Modus und ich kann deine Gedanken nachvollziehen, aber ich würde wechseln, weil. Oder ich würde nicht wechseln, weil. Das würde mir echt weiterhelfen, weil dann hätte ich vielleicht so einen Anhaltspunkt, wie ich da vorgehe, weil ich bin da wirklich unschlüssig. Ich habe zwar ein paar Mal schon gesagt, ja, ich würde gerne wirklich so einen Sandbox-Modus wechseln. Jetzt ist der Zeitpunkt da. Aber jetzt bin ich so am Überlegen, ob ich es mache. Das ist immer so. Ne? Du willst irgendwas unbedingt haben und dann hast du es fast und dann willst du es vielleicht doch nicht mehr haben. Also wie gesagt, ich weiß ja nicht genau, wie ich mich da entscheiden werde, weil der wirtschaftliche Aspekt natürlich war super interessant, super spannend. Ne? Man musste so auf die Finanzen achten. Aber auf der anderen Seite war es auch echt nervig, muss man ehrlich sagen. Denn wie wir gesehen haben, ich konnte die Mitarbeiter nicht komplett voll ausbilden. Ne? Teilweise wurden die Tiere vernachlässigt, teilweise mussten wir Tiere verkaufen, beispielsweise Löwen. Ne? Die Löwen, die sind ultra teuer. Also ich würde gerne da wirklich wieder 4:1 haben, aber ich sag mal, im Franchise-Modus ist das nicht realisierbar. Und man könnte vielleicht auch sagen, weißt du was, wir gehen jetzt wieder auf 3000 Gäste, weil wenn du mal 5000 Gäste guckst, ne, 4500 Gäste stehen hier in dieser Meile, weil da einfach Shops sind. Keine Ahnung warum, das ist irgendwie ein Bug von Planet Zoo, ich weiß nicht warum. Überall, wo Shops sind, rennen die hin. Ne, hier zum Beispiel auch wieder ein guter Beweis, ne, hier rennen sie alle rum, da sind Shops. So, und der Rest des Parks ist relativ frei. Wobei ich festgestellt habe, wenn ich auf 3000 setze, war hier weniger los, klar. Aber ich meine, die haben sich dann auch ein bisschen besser verteilt. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich meine, da war irgendwas und ich habe gerade was festgestellt. Haben wir vielleicht zufälligerweise irgendwas hier vergessen? Fällt dem einen oder anderen hier irgendwas auf, was ich eventuell falsch gemacht haben könnte? Ja, gut. Denn wir wollten eigentlich hier im Krokodilgehege die ganze Zeit das hier noch verlängern. Und das haben wir nicht gemacht. Warum haben wir das nicht gemacht? Keine Ahnung. Okay, ich habe 35 Frames. Wieso habe ich 35 Frames? Warte mal, wenn ich im Plane bin, habe ich 20 Frames, ne? 20 konstant, 2019, ja, irgendwie so. Pass auf, wir gucken mal, wie heißen die Dinger hier? Roter Wüstenfelsen. Pass mal auf, da gucken wir mal kurz. Rot. Gut, ich gebe tot ein. Nein, rot. Rot. Und dann gibt es ja auch kleine, ne? Soweit ich war. Ja, das ist ein sehr kleiner Wüstenfels. Den werden wir bestimmt auch brauchen. Das sind die großen. Weil ich bin am Überlegen, ob ich die Kleinen hier reinsetze. Weil das wäre eigentlich eine Idee, ne? Okay, der ist 4x4 und der ist 2x2. Weil ich glaube, das ist sinnvoller, ne? Warte mal, hatten wir... Ne, wir haben das so ein bisschen übergucken lassen, ne? Stimmt, wir haben das ein bisschen übergucken lassen. Ich bin jetzt echt hier hin und her gerissen, wie wir das jetzt hier machen. Tier ist entkommen, ja, bla bla. So, warte mal, wenn wir das jetzt hier hinsetzen, dann geht das bis... Ja, bis wo eigentlich? Bis wo geht das? Weil das würde ich schon gern gefixt haben wollen.
Ach so, bald ändert sich noch was an der Performance, aber das werde ich dann noch sagen. Beziehungsweise im Stream habe ich es ja schon erwähnt. Ja, pass auf, dann machen wir Folgendes, weil wir haben keinen richtig flachen Stein hier. Also flach in Form von, der würde hier zwischen die Glasscheibe passen. Das ist blöd. Der hier, der würde passen. Echt jetzt? Der wird tatsächlich passen. Ja, die Glasscheibe ist natürlich einglasig. Ich vertraue den Alligatoren da einfach mal. Ich glaube nicht, dass die da irgendwas machen werden. Was ist denn, wenn wir... Warte mal, Felsen. Wir gucken mal bei Felsen. Ah, die finde ich immer noch so toll, ne? Boah, ist so schade, dass die davon nicht alle rausgebracht haben. Also alle, die es hier so gibt. Okay, wir haben hier dynamische Moosfelsen. Wie sieht das denn aus? Das Wasser ist ja nicht relativ dicht hier. Ja, okay, das wäre auch noch eine Option, ne? Weil ich habe fast die Vermutung, dass das hier zu matsch wird. Vielleicht sollten wir hier einen anderen Felsen hinsetzen. Sowas zum Beispiel. Das wäre eine Option, ne? Dass wir sagen, komm, wir machen hier diese Felsen hin. Aber dann nehmen wir auch Wassertiefe weg, ne? Ah, ist echt schwierig. Echt schwierig. Oder wir machen hier auch solche Felsen hin. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Dass wir die hier wegmachen. Und dann, pass auf, gehen wir in Rot. Und setzen hier solche Felsen hin. Beispielsweise. Wird sogar fast passen. Der. Ne, den wird man dann so drehen. Okay. Also viel Spielraum hast du hier echt nicht, ne? Du hast hier echt nicht viel Spielraum. Mist. Oh, wie macht man das dann am besten? Und wenn wir jetzt hier den... Alter, machst du mal kurz Licht an? Ich bin blind. Ich bin blind. Okay, Entschuldigung. Ich muss euch mal ganz kurz blenden. Ja, ihr seht wunderhübsch aus mit diesen Hüten. Okay. Also das fällt, glaube ich, schon mal weg. Dann... Machen wir doch wieder die flachen. Geben wir dann zu viel ab? Nee, ne? Ich glaube nicht. Weil wir können ja, pass auf, dann setzen wir hier zum Beispiel einen hin. Was ist denn hier los? Okay. Da müssen wir vielleicht da noch ein bisschen nachkorrigieren. Hier haben wir den Einser. Okay, hier ist der Einser. Den kann man zum Beispiel hier hinsetzen. So ungefähr. Man muss halt hier noch Wasser haben, das ist das Problem, ne? Ja, okay, pass mal auf. Theoretisch dürfen die Felsen ja hier durchgucken. Oder? Ich bin da echt hin und her gerissen, ne? Wie mit der Entscheidung. Warte mal. Wie mit der Entscheidung halt. Das sieht gut aus. Mit der Entscheidung, ob ich jetzt weiter Franchise Zoo spiele oder. Sandkastenmodus. Ich muss mir da weiter Gedanken machen. Was setzen wir hier hin? Ja, der ist zu groß. Ja, so ein bisschen zu groß. So einen könnte man da hinsetzen. Na, dann wären wir nicht so hoch. Wäre das okay? Oder sollen wir das Wasser
Ja, weil da unten wird keiner gucken. Ernsthaft. So, wenn wir das jetzt bis da ziehen, beispielsweise, ne, dann guckt hier oben ein bisschen was raus. Und ich finde eigentlich schöner. So, und dann haben wir hier normales Wasser. Ja, machen wir so. Haben wir ja in der Gegenseite auch. Deswegen, das macht da schon Sinn. So, das ist die Nummer 05. Das wird wahrscheinlich einer der Felsen sein, den wir sehr oft verwenden werden. Gehe ich mal ganz schwer von aus. 08. Ah, 08 ist schwierig. Sehr schwierig zu platzieren. Der geht halt sehr hoch, ne? Und ich will jetzt nicht nur den... Alter, könnt ihr mal da weggehen? Bitte. Das wäre sehr nett. Ihr könnt doch eh nichts sehen, wenn ich da die Felsen platziere. Hm. Komisches Volk. So. Setzen wir den so zum Beispiel. Ja, die zwei harmonieren. Genau, die zwei harmonieren richtig gut. Und sagen wir mal so, die Kinder können ja auch da drauf sitzen. Ne, das ist ja schon mal gut. So, 0,11 haben wir. Ich hätte auf Pause machen sollen, ne? Mhm. So. 0,12. Okay, den drehen wir noch ein bisschen. So vielleicht. Was ist denn hier los jetzt? Der passt auch sehr, sehr gut. Finde ich. Also der ist wirklich gut. Also die anderen beiden natürlich auch. Dann haben wir hier 0,14. Wir haben ja auch nicht so viel Platz, das ist das Problem, ne? Das ist der 0,5er, der ist gut. 0,6. 0,6 auch nicht. Der wäre natürlich sensationell, weißt du? Wir könnten hier richtig viel gut machen, aber der ist einfach zu massiv, glaube ich fast. Oder? Wir sind hier nie über den Bordstein gegangen, ne? Nur auf den Bordstein. Junge, da stellen die sich da alle eiskalt hin. Doch, der hat was, ne? Doch, den finde ich schön. So, jetzt muss ich aber die Blumen hier erstmal ein bisschen hier hinziehen. Das ist gut. Der ist zu flach. Der ist einfach zu flach. Ja, pass auf, dann machen wir Folgendes. Junge, könnt ihr mal... Nee, ist egal. So. Dieser Bereich ist vorübergehend geschlossen. Ich meine, ist ja... Ja gut, das sieht schon sehr toll hier aus. Ja, okay. Ist schon sehr toll. Ist gut, ne? Nur hier haben wir noch eine Lücke. Aber wir haben ja dafür extra einen Lückenstein. Ein Lückenfüller. So, den würde ich dann zum Beispiel hier so reinsetzen. So. Okay, weiter. Hier machen wir jetzt richtig Fläche gut. Hä? Wieso? Ach, die Lampe. Ich habe gerade gedacht, wo ist mein Körper hin?
So, das machen wir wieder weg. Und das kopieren wir uns. Dann müssen wir das hier ein bisschen hinziehen. Bisschen drehen und schieben, ne? Ja, sehr gut. Weiter. Ah ne, warte, nicht weiter. Oh, wir sind schon bei der Hälfte angekommen. Krass. So. Den ziehen wir auch ein bisschen raus. Passt. Passt sehr gut. So, dann machen wir das hier weg. Weil irgendwie, weiß ich nicht, finde ich die etwas höheren besser. Okay, 17 Frames. Also der schwankt zwischen 15 und 20 Frames. Krass. Ja gut, aber wir haben ja auch sehr, sehr viele Tiere, ne? Davon mal ab. Und sehr viele Zoobesucher. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Oh. Das habe ich hier nicht gelöscht. Ach, da sind wir ja schon. Sieh mal einen an. So. Junge, geht doch mal weg hier. Sehr gut. Können wir denen die irgendwie zum Krokodil schmeißen, die Gäste, kurz? Okay, und das machen wir jetzt hier hin, ne? Oh ja. Oh, viel besser. Viel besser. Okay, den ziehen wir ein bisschen höher. Blöd, wenn er da so reinhängt, ne? Oh, guck mal, die klettern sogar da drauf. Das ist ja geil. Hat sich ja schon gelohnt. Das ist doch nicht mal schlimm, glaube ich, dass die da reinwachsen, ne? Ist halt Natur. Also von hier aus sieht das gut aus. Und von hier aus auch. Würde ich null enden. Ach, guck mal, die machen sogar Selfies. Mit Blur-Effekt. Hier ist entkommen. Tier ist verstorben. Mhm. Okay, Tierarzt rufen. Techniker rufen. Polarwölfe. Wie viele haben wir? Zwei Weibchen, zwei Männchen. Okay. Tier ist verstorben. Mist. Okay, drei Weibchen. Wir müssen einen neu kaufen. Oh Mann, ey. Oh Mann. Wie heißt ihr denn? Panda. Großer Panda, glaube ich, heißt ihr, ne? Großer Panda, da haben wir doch. Will dann? Ja, man sollte vielleicht auch in den Tiermarkt gehen, ja. So, großer Panda. Da. Und das können wir ausschalten. Filter. Männchen. Männchen. Oh, schwierig. Verlegen. Ja. Ich sag mal so. Mit gut ausgebildeten Personal wäre das nicht passiert. Ich glaube, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Da soll sich der Zukunft drum kümmern. Da habe ich jetzt erstmal nichts mit zu tun. Die Vergangenheit damit abgeschlossen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.